Guten Morgen! Ich bin schon die ersten Kilometer vom Campingplatz losgeradelt und bin jetzt wieder auf dem Alpe-Adria-Radweg. Ja, mit dem Campingplatz bin ich sehr zufrieden gewesen. 14,30 Euro hat es gekostet, also alles im Rahmen. Und jetzt geht es weiter auf dem Alpe-Adria-Radweg von Villach bis nach Gemone. Und ich habe hier so einen kleinen Spickzettel, weil ich mir die ganzen Orte unterwegs nicht merken kann. Also zunächst geht es nach Arnoldstein, dann nach Taviso, Pontebba, Cania, Venzone, Osopo heißt es, der nächste Ort, und dann Gemone. Ja, bis kurz nach Taviso, also die ersten 40, 45 Kilometer geht es stetig bergauf, aber danach geht es dann die meiste Zeit bergab. Und ja, es ist jetzt 18.22 Uhr. Die Sonne kommt raus, noch sind es nur 14 Grad, aber ich denke, es wird noch wärmer. Und ich freue mich darauf, wenn du dabei bleibst und mich bei der heutigen Etappe begleitest. Na, jetzt geht es hier erstmal auf einem Radweg. Wahrscheinlich war es früher mal eine Straße, die zu einem Radweg umfunktioniert wurde. Und auf der linken Seite kann man ab und zu einen Fluss erblicken. Das wird wohl nicht die Drau sein, sondern ein anderer. Das erkennt man an der Farbe, aber ja, ich würde gerne rüberschwenken, aber im Moment ist da nur Gebüsch zu sehen. Und es geht hier schön ruhig und idyllisch am Fluss entlang. Der Fluss heißt Gall oder Gali. Ich kann es nicht ganz genau auf dem Garmin ablesen. Aber eins von beidem wird es schon sein. Ja, und der nächste Ort ist dann Arnoldstein. Weder Gali noch Gall war richtig, der Fluss nennt sich Geil, mit A geschrieben aber. Jetzt geht's durch einen Ort durch, aber ob das schon Arnoldstein ist, das weiß ich nicht. Das wäre eigentlich noch viel zu früh. Aber ein Ortseingangsschild habe ich nicht gesehen, aber jetzt kommt ein Ortsausgangsschild und nein, das ist Erlendorf. Ja, und bis nach Arnoldstein dürfte es dann jetzt auch nicht mehr allzu weit weg sein. Und ich schraube mich mal im kleinen Gang mal wieder hoch. Absolute Windstille ist es bislang. Nur bergauf geht's leicht. Ich bin so langsam, die Anzeige kann mich nicht mal messen. Naja, was soll's. Jetzt bin ich in Arnoldstein. Von Arnoldstein geht's jetzt in Richtung Taviso. Und das heißt jetzt erstmal rund 20 bis 25 Kilometer bergauf. Ich freue mich, wenn ich dann oben bin. Jetzt geht's erstmal hier rechts auf die andere Seite.
Zack. Einmal durch. Hoppala. Und hier wieder hoch. Ich schraube mich weiter hoch. Noch sind es 12 Kilometer ungefähr bergauf. Und gleich verlasse ich Österreich. Bis bald. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Auf den Tag habe ich lange gewartet. Das erste Mal in Italien. Und ja, ich habe mich so richtig auf die Etappe gefreut. Und gleich geht's über die Grenze. Einfach herrlich. Das ist so ein kleiner Traum, der gerade in Erfüllung geht. Naja, die Grenze, die war renovierungsbedürftig. Aber egal. Ja, und in Italien wird man dann erstmal mit ordentlichen Steigungen begrüßt. Naja. Ich bin schon gespannt, was mich heute noch erwartet. Einfach toll. Immerhin jetzt mal kurz bergab, kann ich mal wieder kurz rollen lassen. Das heißt wohl zwei Einfahrten oder so ähnlich. Ich konnte es kaum fassen. Nun bin ich das erste Mal in Italien und dann auch noch mit Fahrrad. Das Ganze dann noch in Kombination mit den tollen Ausblicken sorgte dafür, dass ich absolut überwältigt war. Oh, ich genieße hier gerade jeden Moment. Einfach schön und auch sehr abwechslungsreich. Also es geht teilweise durch kleine Dörfer durch, dann wieder im Wald. Zwischendurch hat man einen Ausblick auf die Berge. Einfach schön. Na, jetzt sind es 35 Kilometer bis jetzt. Also ungefähr 7 noch oder so. Dann sollte ich in Taviso sein. Und danach geht es ja dann bald bergab. Das ging doch schneller als gedacht. Taviso ist jetzt auch erreicht. Und auf der ehemaligen Bahntrasse fährt es sich wirklich angenehm. Hier sieht man den alten Bahnhof. Und stattdessen führt jetzt hier der Radweg lang. Es ist 11.20 Uhr und schon 32 Grad warm, also frieren werde ich hier bestimmt nicht. Campo Rosso. Hier in Campo Rosso müsste ich dann bald den Scheitelpunkt erreichen. Und ab da geht's bergab. Ja, 41 Kilometer bis jetzt. 70 Folgen noch, aber die geht's dann schön bergab. Also meine Vorfreude ist schon groß. Schade, die Anzeige funktioniert leider nicht. Dann bin ich halt auch die 8888. Und hopp, jetzt. Jetzt geht's runter. Hui. Da die Italiener offensichtlich Probleme hatten, bin ich zurückgekehrt, um zu schauen, ob ich helfen kann.
Sie hatten aber bereits alles unter Kontrolle und waren von meiner Reise absolut begeistert. Where do you live? I live in Berlin, but I started Cuxhaven. It's called New Hamburg. North Sea. So Germany, France, Austria and now Compliments. Veramente, eh? Madonna, bravo. Ich habe mich gerade noch versucht, mit Einheimischen zu verständigen, die gerade noch eine Panne hatten, aber ich bin gescheitert. Mal gucken, wie weit ich hier mit Englisch weiterkomme. Naja, zumindest die hatten Platten, aber die fahren tubeless und die haben alles dabei zum Reparieren. Für mich geht's jetzt weiter. Ciao! Ach, deren Fahrrad ist auch wieder repariert. Die haben mich auch schon eingeholt. Boah, ich lasse sie einfach mal schön rollen. Es geht immer konstant 1-2% runter. Ja, mit 25 km/h geht es abwärts. Ey. Das ist wie Urlaub. Man muss gar nichts machen. Naja, es ist nicht nur wie Urlaub. Es ist ja auch mein Urlaub. Einfach schön. Ja, noch mal gucken, ob ich an den dranbleiben kann. Ich lasse sie jetzt einfach davonziehen. Das ist zu schön, um hier einfach durchzurasen. Die Zeit nehme ich mir hier. Jetzt geht's durch Ugovica. Und die schönen alten Häuser hier. Und ab jetzt kommen unzählige Tunnel. Die kühle Erfrischung, die tat gerade richtig gut. Ja, im Tunnel waren es nur 20 Grad, laut hier meinem Tacho. Und draußen waren es ja vorhin 32. Und der nächste Tunnel. Also ich bin komplett sprachlos. Ja, die ersten 4,5 Wochen von meiner Reise, die waren ja schon grandios. Dann wurde das Ganze getoppt durch die ersten beiden Etappen vom Alpe-Adria-Radweg. Die dritte war so lala, aber die heutige, die toppt alles. Also vor allem, wenn man dann erstmal dann in hinter Treviso dann oben angekommen ist, dann geht es ja nur bergab und oh, einfach toll. Mir fehlen da die Worte, mir fehlen die Superlative. Einfach herrlich. Und das auch noch bei dem Wetter mitten im September. Da ist wohl Ebbe angesagt hier im Fluss. Da war es wohl zu trocken. Man muss hier nicht mal in die Pedale treten. Einfach nur rollen lassen. Zwischendurch ab und zu mal 1-2 Kurbelumdrehungen und wieder rollen lassen.
Benvenuti a Pontebba. Also Eishalle heißt auf alle Fälle schon mal Palla Giaccio oder so ähnlich. Und da habe ich doch glatt die Rampe nach oben verpasst. Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig bemerkt. Und jetzt geht's wieder durch den Tunnel. Der San Rocco-Tunnel, 659 Meter lang. Die Brücken mit Gitterroste, genau das Richtige für mich mit Höhenangst. Einfach nur wow. Und auch der Blick nach hinten, der ist grandios. Auch wenn mein Ommelkopf im Weg war, aber ich hoffe, man hat sehen können. Bloß nicht nach unten schauen. Das ist nichts für mich. Da ist mir doch glatt eine Fliege reingeflogen in den Mund. Mann, Mann, Mann. Chiusa forte. Das Restaurant im ehemaligen Bahnhof von Chiusa forte ist mittlerweile ein kleines Radlermecker geworden. Und so wie heute ist es auch immer gut besucht. Unzählige Brücken. Unzähliger Tunnel geht's dann immer weiter. Ja, jetzt ist es 2:30 und ich habe schon über 80 Kilometer hinter mir. Also eigentlich könnte ich auch bis Udine weiterfahren. Es wäre durchaus noch drin, aber ich bleibe bei meinem Plan. Man muss es ja nicht übertreiben. Ja, was mir aber auch aufgefallen ist, ich habe gar keine Pause gemacht, also noch nichts gesnackt, nur 1-2 kleine Trinkpausen gehabt und ja, jetzt wird es mal Zeit dann für eine Pause. Warm ist es ja. Schwitzen tut man trotzdem, auch wenn es die ganze Zeit bergab geht. Zumindest so muss sich dann E-Bike-Fahren anfühlen, wenn man immer quasi Rückenwind hat oder bergab fährt mit eingeschaltetem Motor. Aber noch ist das nichts für mich. Vielleicht irgendwann mal, aber noch komme ich so ziemlich gut zurecht und naja, man baut ja weiter Konditionen auf. Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann mal mit so einem vollbeladenen Fahrrad über die Alpen fahre. Ja, und jetzt habe ich es gemacht. 150 Kilo Systemgewicht, also ich plus Fahrrad, plus Gepäck und Getränke und Essen. Junge, Junge, Junge. Olla. Naja, ich sage schon Olla. Ich bin ja gar nicht in Spanien. Naja.
Ich bin schon Matsch in der Birne. Es wird Zeit für eine Pause. Ja, jetzt muss ich dann irgendwie umplanen, aber oben fahren welche noch 200 Meter geradeaus. Vielleicht geht's ja doch weiter. Ich werde es mal austesten. Nee, da hinten, obwohl, jetzt fahren sie seitlich ran. Geht's da jetzt weiter oder nicht? Na, ich schau mal. Also auf dem Boden sind zumindest Markierungen. Na, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Noch scheint es zu funktionieren hier. Na, mal schauen. Etwas abenteuerlich alles. Jetzt geht's erstmal durch Karenja. Na, das hat vorhin dann doch geklappt, also das lief gut, nur danach musste man auf der Landstraße fahren. Und das ohne Radweg und ja, da habe ich dann lieber nicht gefilmt. So, jetzt mal aufpassen. Genau, ich muss hier links. Meine erste Pause habe ich jetzt dann doch endlich mal gemacht und ja, in 3 Kilometern geht es dann durch die Benzone, aber jetzt erstmal wieder die Landstraße lang. Hier hätte ich links nach Venzone abbiegen müssen. Also gut, dass ich ein Navi habe. Ich hätte den Weg sonst nicht gefunden. An den Säulen sind manchmal, oder an den Laternen sind manchmal so Aufkleber. Alpe Adria, aber die sind so groß wie ein Handy quasi, der Aufkleber. Und das erkennt man vom Fahrrad nicht. Auf alle Fälle ging es erstmal durch die Zone durch. War richtig schön. Jetzt hier nochmal durch die Außenbereiche von Venzone. Und ja, dann geht's, glaube ich, mit der Brücke oder über die Brücke auf die andere Uferseite. Das hier sind die offiziellen Alpe Adria Schilder. Der Track, den ich letzte Woche runtergeladen habe, sagt auf die andere Uferseite rüber. Die kleinen Klebchen sagen, ich soll hier bleiben, also zumindest die Richtung stimmt, es geht Richtung Süden. Mal gucken, wo ich heute ankomme. Was ein Glück. Dadurch, dass ich nicht die Uferseite wechseln musste und ja, die Ausschilderung vom Radweg anders war als der Track, habe ich ein paar Kilometer weniger zu fahren. Und ich bin dann auch schon in 2 Kilometern beim Campingplatz. Und das fühlt sich richtig gut an. Wieder dann die Füße hochlegen und entspannen. Hoppala. Auf geht's auf den ersten italienischen Campingplatz. Die Zeltplane habe ich kurz in der Sonne getrocknet. Das Zelt ist ja freistehend, deswegen habe ich es jetzt einfach mal in die Sonne gestellt. Heute früh war es noch ziemlich feucht, deswegen wird es jetzt erstmal 15 Minuten lang getrocknet. Und dann stelle ich es endgültig auf und dann ist endlich Duschen angesagt. Also die Dusche habe ich heute definitiv nötig. Im Moment sind es immer noch 32 Grad, also und das im September. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, runter nach Italien zu fahren. Ja,
ein toller Tag geht jetzt zu Ende. Ich war gerade noch Pizza essen im Restaurant. Gehört sich ja, wenn man in Italien ankommt. Die Pizza war richtig lecker, hat auch nur 12 Euro gekostet zusammen mit dem Bier. Ja, im Restaurant wollte ich da nicht filmen, da waren einfach zu viele Leute unterwegs. Aber als ich dann zurückgekehrt bin, gab es eine tolle Überraschung. Zwei andere Reiseradler sind auch hier angekommen. Die habe ich gestern in Villach kennengelernt und sind die gleiche Etappe gefahren wie ich. 65 sind die beiden mittlerweile und immer noch mit Fahrrad und Zelt unterwegs. Und ich finde das einfach klasse. Ja, ich hoffe, ich bin dann später auch noch so fit und kann das auch noch machen. Also Alpe Adria auf dem Fahrrad mit 65. Respekt. Ja, also für mich war es ein grandioser Tag, also unbeschreiblich. Das habt ihr wahrscheinlich schon vorhin oder bei den ganzen Aufnahmen festgestellt. Also ich kann es nur empfehlen. 100 Kilometer waren es ungefähr, 400 Höhenmeter rauf, aber dafür mindestens 800 Höhenmeter wieder runter. Einfach klasse. Ja, ich werde dann bald meine Augen schließen, schlafen und hoffen, dass ich den einen oder anderen Moment dann nochmal durchlebe. Und ich hoffe, dir hat es genauso gut gefallen wie mir und dass du dann beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich sage jetzt schon mal ciao und bis bald.